Schönen guten Morgen, Leute. Ich weiß. Ich habe wieder wochenlang kein Video hochgeladen und einige von euch äußerten sich besorgt darüber. Aber in fast jedem meiner letzten Videos äußerte ich mich dazu und sagte, falls es mir nicht gut geht, gibt es auch keine Videos. Und nachdem ich aus Podgorica zurück war, hatte ich wieder so einen absoluten Durchhänger. Ging mir also folglich nicht gut. Jetzt so halbwegs wieder in Ordnung. Es macht auch wenig Sinn, jedes Mal ein Update zu meinem Gesundheitszustand oder besser gesagt zu meinem Krankheitszustand zu machen. Das würde euch langweilen und ich habe effektiv keine Lust, da in meinen Videos rumzujammern. Es ist, wie es ist und ich bin zufrieden damit, wie es ist. Mir geht es wesentlich besser als noch vor 2 Jahren. Und bin durchaus zufrieden mit meinem Gesundheitszustand. Allerdings ist es halt nicht mehr so wie vor 5 Jahren, dass ich da überall rumturnen konnte und machen konnte, was ich wollte. Das ist auch altersbedingt und damit muss ich noch mal leben. So sieht das aus. Und heute mal sehen, wo der Weg mich noch hinführt. Ich hatte extra mal mein Stativ mitgenommen, ein paar Aufnahmen zu machen. Hat verabschiedet, darf ich dann auch wieder in die Tonne drücken. So Leute, genug gelabert. Auf geht's. So, ich bin etwas außerhalb von Hua Hin unterwegs, wie ihr unschwer erkennen solltet. Und linke Hand Berge, alles dicht bewachsen hier. Und in den letzten Tagen hat es so ein bisschen geregnet. Dementsprechend grün ist das Ganze hier. Wunderschönes Bild, ne? Verschwindet natürlich immer hinter diesen Bäumen. Es gibt hier jede Menge kleiner Läden, die Getränke verkaufen, aber leider kein kleines Restaurant. Die erste Mission, was zu essen zu finden. Vielleicht habe ich ja da vorne Glück. Nee, sagen wir so ein Verkaufsladen. Kleinen Garküchen machen wahrscheinlich alle zu und die Leute kochen selber. Und wieder Straßenhunde überall. 200 Meter links ab. Ja, hier war ich schon mal. Ich werde also nicht mehr hochfahren. Puma, Pumsamakit-Tente. Von der Hauptstraße runter und weiß nicht, wo es hier hingeht. Ja, tolle Aussicht auf die Berge, aber ansonsten scheint hier nicht viel zu sein. Das macht doch wieder richtig Spaß. Ja, Leute, sollte ich noch mal weitere Touren machen, dann muss ich mir auf jeden Fall noch eine zweite Kamera anschaffen, weil die GoPro von mir, die hat ja einen Geist aufgegeben, weil dieses Ummontieren, das ist ziemlich nervig, aber ist mal wieder sehr schön hier, ne? Ich habe die jetzt am Helm, wird vielleicht ein bisschen wackeln, aber immer vorsichtig, Tobi, hier steil runter. Aber klasse, keine Ahnung, was da oben wieder rumfliegt. Irgendwelche Insekten. Vielleicht riesig da hinten. Noch immer nichts gegessen. Gern. Stückchen weiter nochmal angehalten. Ist nicht ganz einfach. Hier sind überall Kurven und man kann sich ja natürlich nicht mitten in der Kurve irgendwo hinstellen.
So, ich scheine mal was gefunden zu haben. Kann man mal gucken. Schau mal zu essen da drin. Was war die Korb? Kun mi patka pau mai. Mi ha. Okay. Tom au patka pau mu. กะเพราหมูไข่ดาวไหมคะไข่ดาวไข่ดาวด้วยนะคะไข่ดาวสุกสุกเอาสุกสุกครับได้ไหมได้ค่ะครับMitten im Grünen gelegen hier das Ganze, dann schmeckt es doch direkt doppelt so gut. Sehr freundliche Leute hier und dann die obligatorische Frage, ob ich scharf essen könnte. Na klar, why not? So, sieht doch gut aus und Wasser habe ich auch, hatte ich lange nicht mehr. Vodka Pau. So, noch ein Verdauungszigaretten rauchen und dann geht's weiter. So, Essen war super lecker und weiter geht's. Ich glaube, jetzt seht ihr nicht mehr so viel. Wir waren da ein paar Prüfungen vor der Tür. Die ist ja genau hingekocht. Ja, Leute, ich mal wieder. Ich weiß nicht, was das ist. Bin da einfach reingefahren. Weiß auch nicht, ob man das darf. Kein Pförtner da, den ich fragen könnte. Ob das mal ein Ressort war oder noch ist. War wohl mal Garten hier oder für Gemüse, keine Ahnung weiß. Jedenfalls schön angelegt, aber leider etwas verwildert, muss ich sagen. Hinten steht ein Wohnwagen. Kleine Brücke, die eigentlich sinnlos ist und mehr der Dekoration dient. Da hinten, dann hinter dem Baum, ist ja den Wohnwagen. Weiter hinten stehen Gartenzwerge. Also, ehrlich zu sein, keine Ahnung, was das hier sein soll. Aber interessant, ne? Gehen wir einfach mal durch den Torbogen. Da der Wohnwagen. Ein paar Zelte oder so. Oder eher so Indianer-Tippis. Hier lief mal eine Bahn langs. Oder läuft da noch langs. Also Wasserflor. Schau da hinten. Jemand Rasenmähen. Ich will da mal fragen. Wer mäht da vor sich hin? Ja, als ich ihn fragte, meinte er, wäre kein Hotel. Als ich dann fragte, ob eine Gärtnerei wäre, nickte er. Aber ja, das machen die meistens, weil sie Ruhe haben wollen. Also weiß ich schon immer nicht, was hier abgeht. Aber er meinte, ich könnte ruhig mal gucken fahren. Und machen wir das halt mal. Ne? Fahren wir ein bisschen weiter da rein. Ja, da kam eine Dame aus dem Office raus und meinte dann, dass hier Blumen gezüchtet, angebaut werden. Und hier seht ihr auch die Eisenbahn. Ein Flowerland-Ressort. Da ist doch ein Ressort. Aber der wusste da ja nichts Bescheid, der Beste. Ja, genau. Also hier die Eisenbahn. Da ist ein weißer V. Kein da, noch nie gesehen. Da hinten ein Pool. Flowerland Ressort. Der Pool scheint 100 Watt für Erwachsene zu kosten. 50 für die Lokomotive. Und was das hier bedeutet, keine Ahnung, Leute. Sorry, drauf. Ich wollte da jetzt auch nicht weiter reingehen und die Leute total nerven, obwohl die ganz nett waren. Also im Ressort, Blumenzug und irgendwie so ein kleiner Vergnügungspark scheinbar. Wieder von der Hauptstraße runter und die ganzen Halterungen, die sind alle, naja, ich will nicht sagen von minderer Qualität, aber durch das Klima verziehen die sich dauernd und nach spätestens einem Jahr muss man die eigentlich ersetzen. Ich muss sie jetzt dauernd hier neu festziehen, neu justieren.
weil sie es nicht so richtig festziehen lassen. Nervig. Ja, gerade wieder durch den Schlagbaum durch, der offen war. Aber kein Mensch da. Hier diese Stolperfallen. Sieht aus wie so eine Allee. Allerdings auch nicht besonders gut unterhalten. Scheint nichts mehr dran lecker zu werden. Linke Hand mitten in der Botanik ein paar Häuser. Dann geht's zu einem Ressort und Dobby wacht da schon da drüber. Ne, Dobby? Alter Schwede. Irgendwie eine komische Ecke, schon wieder ein verlassenes Pförtnerhäuschen. Golfplatz ist in 7 Kilometer Entfernung. Und hier wieder noch mitten in der Walachei. So eine kleine Anlage. Ich habe mal wieder keine Ahnung, was das alles soll. Sieht zwar ganz nett aus, auch gut gepflegt. Da scheinbar Toilettenbereich. Oben Terrasse oder was auch immer. Auf jeden Fall alles noch sehr in Ordnung hier, auch der Weg. Ja, sieht gut aus. Wird auch bewässert, sonst wären die Pflanzen schon längst verdorrt. Da kein Wasser drin. Ja, Leute, ich habe keinen Plan. Ich nehme an, das war mal ein Café oder soll mal ein Café werden. Sind ja Tisch und Stühle drin. Ich kann euch sagen, so langsam wird es richtig warm und hohe Luftfeuchtigkeit nach dem Regen der letzten Tage. Ich muss auch mal ein schattiges Plätzchen suchen, Batterie wechseln, einen Kaffee und Wasser wäre auch nicht schlecht. Alles bestens, Kaffee gefunden. Linker Hand gibt es Pizza und hier den Kaffee. Und ja, irgendwo in the middle of nowhere in Kangkrachong. Kann man natürlich auch drinnen sitzen, mit Aircon und so, aber naja, ich sitze lieber draußen. Batterie gewechselt, Käffchen, und ich kann euch sagen, der hat es in sich. So, wenn mich nicht alles täuscht, bin ich jetzt im Ort Kangkrachong selber. Und eben, tja, da hatte ich mich wieder hoffnungslos verfahren, also auf dieses Google Maps ist auch nicht immer unbedingt voll aus. Naja, ein bisschen wackelig hier. Aber einfach klasse, ne? Und da oben ist der Damm. Mal sehen, ob ich da noch hinkomme. Übrigens auf dem Gelände überall 100% Helmpflicht. Finde ich gut. Na Leute, ist das eine Landschaft? Herrlich, und Wetter spielt auch mit. Die hatten für heute, hatten sie wieder Gewitter angesagt. Gegen 10 Uhr, und ich bin froh, dass ich trotz allem losgefahren bin. Also das hat ja hier wieder mal was. Dann geht immer dort direkt wieder besser. Und wie es aussieht, ist der Stausee auch relativ voll. Also wird wohl in nächster Zeit keinen Wasserhochstand herrschen, gehe ich mal von aus. So, ein altes Boot liegt da auch noch rum. Parkplätze auf dem Gelände sind ausreichend vorhanden. Falls ihr hier zu Fuß rumlaufen möchtet, spare ich mir allerdings heute. Ist mir effektiv zu anstrengend mit der Fahrerei und das dauernd rauf und runter. Ja Leute, den Rest vom Tag bin ich dann mal so mit dem Motorrad unterwegs, ohne irgendwas aufzunehmen. Dann kann ich auch die Kurve noch mal ein bisschen schneller fahren, weil sonst regt euch ja wieder auf, wenn ich die Kurven da zu schnell nehme. Wir sehen und hören uns. Falls euch meine Videos gefallen, abonniert bitte meinen Kanal, bewertet sie positiv, bleibt alle miteinander gesund, haltet die Ohren steif und lasst es euch gut gehen.